Dieser Part wird sowas von hart. Und zwar können wir uns jetzt ein spezielles Pokémon holen, das ziemlich stark ist und uns wir vielleicht auch kennen. Fliegen wir mal nach Mosbach City. Ein Pokémon-Slot habe ich dabei. Habe ich schon frei, zum Glück. Gehen wir mal in das Haus von Treu. Wenn ich das wieder finde. Eins von den dreien ist es. Gehe ich mal da rein. Ist es das Richtige? Da ist ein Ball, okay. Das müsste sein. Kevin überprüft den Pokéball. Er enthält. Moment, ich muss wieder mein Headset. Blablabla, ihr kennt es ja schon. Es enthält das Pokémon Daniel. Den Pokéball nehmen? Nee. Okay, nehmen wir den mal. Kevin hat Daniel erhalten. Nein, möchte ich nicht. Das ist ein Brief. Oh, Punkt, 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 Punkt. Moment, hab grad gerülpst. Hoffentlich habt ihr es gehört. An Kevin. Ich habe mich dazu entschlossen, etwas Mentaltraining zu machen und auf der Straße zu trainieren. Ja, ich gehe auf die Straße trainieren, Straßenkriege machen und so. Ich werde für eine Zeit nicht nach Hause kommen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich möchte, dass du den Pokéball nimmst, der auf dem Tisch liegt. Habe ich schon gemacht. Er enthält mein Lieblings-Pokémon, Tanhel. Ich verlasse mich auf dich. Mögen wir uns eines Tages wiedersehen. Troy, Chrome. Okay, schauen wir uns das mal an. Und fällt euch was auf? Es ist Tanhel. Okay, und jetzt schauen wir mal in den Pokédex. Oh, ich muss purzen. Scheiße. Ja, okay, ich ist schon rausgelassen. Ich wollte gerade so laut pusten, dass man das hört, aber nee. Ist gut, was fällt euch auf? Wenn ihr das seht, dann das da und dann das da. Tja, die, wo es noch nicht wissen, die sollten mehr Pokémon spielen, ne? Ja, also dann bis zum nächsten Teil. Der nächste Teil heißt, Oh, da gehen wir in die Küstenhöhle. Okay, bis dann. Ciao.